So sieht das aus. Gut, jetzt dadurch, dass das Gehege so groß ist, brauchen wir hier natürlich noch so eine weitere Geschichte, ne? Und welches Ranger-Team übernimmt das? Wie kann man das am besten und am schnellsten sehen? Ranger-Posten 5, Ranger-Team 4. Dann soll doch Ranger-Team 4 auch gleich hier rüberfahren und kontrollieren. So. Was ist denn jetzt los? Wo ist denn schon wieder ein toter Dino? Paul ist an Altersschwäche gestorben. Es ist ein Sterben hier bei mir. Das kann nicht wahr sein. Aber noch geht's, ne? Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Mit dem, also nicht mit dem Sterben, sondern was ist denn jetzt los? Organtrauma, die Wolke schon bitte. Ach, was in Not. Du bist mir einer. Also die Lofos müssen wir nicht unbedingt nachproduzieren, ne? Was sagten die Jens? Keine Komfortdaten. Naja. Dann lässt es halt. Quinn und Alexander, ja. Beginne Produkttransport. Oh, wir haben schon über 3,5 Sterne, sehe ich gerade. Oha. So, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ich machen wollte. Auch geil. Ach so, ja, hier. Die kleinen Kompos per Airlift freilassen. Schwupps. 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 Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, jetzt gibt es da natürlich Rambazamba in dem Gehege, ne? Guck mal, wie viele Hubschrauber wir haben. Wir sind reich. So. Und du musst erstmal geheilt werden. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ja, Mann. So, ich speichere mal zur Abwechslung. So. Jetzt brauche ich noch zwei weitere Wissenschaftler, will ich aber eigentlich jetzt nur nicht einstellen, ne? Das ist mir alles noch zu ungewiss irgendwie. Oh, was ist denn jetzt los? Ach stimmt, den habe ich noch gar nicht gemacht. Plüschtiere, ich glaube, das kann weg. Meine ich. Und das haben wir nämlich noch gar nicht konfiguriert. Weil wir, und das kann ich dir sagen, eine Attraktion brauchen in der Nähe. Produkttransport wird durchgeführt. Wo haben wir denn? Hier haben wir ein Hotel. Unterkunftsbewertung 100%. Sichtbare Saurier 3. Was hältst du denn von noch einem? Also entweder machen wir Gästeattraktion oder wir machen ein Hotel. Ist ja eigentlich schon nicht schlecht, wenn hier ein Hotel ist, ne? Vor allem direkt am Zaun. Welcher Gast wünscht sich nicht, in den aus dem Fenster zu schauen und ein Dino zu sehen, oder? Das ist doch geil.
Vielleicht so? Meinst du, es klappt? Produktzustellung bestätigt. Klappt, oder? Wir hatten was. Produkt wurde eingesammelt. Wer ist kaputt? Hä, wer ist denn das? Produkt wird transportiert. Ach so, die da im Hubschrauber. Ja, ja, alles klar. Okay, das heißt, die fühlen sich jetzt wahrscheinlich wieder pudelwohl, oder? Gut, wissen wir jetzt noch nicht. Geil. Geil. Okay. Das heißt, Produkttransport beendet. Produkt zugestellt. Wenn ich... Ach so, die Kacke geht ja gar nicht, ne? Das kann ich nicht umsetzen, ne? Hier. Ich weiß nicht, was ich dafür machen muss. Gefälle. Warum macht er das nicht einfach selbst? Weißt du, was ich meine? Ich will doch einfach nur, dass es gerade ist. Wieso kann ich dem Spiel nicht sagen, mach mir den Weg gerade? Oder mach selbst. Mach selbst. Nein, ist so. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die Hauptstraße. Ist ja eigentlich richtig, wenn ich es dahin mache, oder? Dann heißt es aber, dass der Weg hier weg muss. Jetzt geht es um Feinheiten, Leute, um Feinheiten. Und das hätte ich jetzt gerne da. Siehst du, will er nicht. So will er's. Dann baus halt schräg. Du Babsack. Wenn das dein Wunsch ist. Was ist denn das? Versperrt. So, Rome. Genau. Und jetzt geht's ab, Leute. Mit allen Mitteln wird hier gerade versucht, Gewinn zu erzielen, wie ihr seht. Und das klappt sogar. Ha 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 ha. Ha 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 ha. So, Verhandlung abgeschlossen. Zum Einsammeln des Produkts. Und rüber. So, somit haben wir das auch geklärt. Da haben wir noch einen Donutladen. Den tue ich abreißen. Und welcher Laden klappt auch nicht? Der da, ne? Der T-Shirt-Laden. Den reiße ich auch ab. Und alle denken so, was? Was macht die? Ja, pass auf, kommt gleich. Ja, Mann. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Also ich versuche denen den Weg vorzugeben, wo sie langlaufen sollen, die Leute, ne? Jetzt werden wir halt radikaler, verstehst du? So, pass auf. Jetzt geht's hier was los. Große Einrichtung.
Und seid ihr nicht gewillt? Dann ist hier was los. So. Ach nee, schon wieder. Ey, was ist da los hier? Schon wieder einer an Altersschwäche. Aber ja, ihr seid jetzt genug, ne? Bestand? Ja. Okay, sehr gut. Dann kann ich euch ja einfach abtransportieren. So. So. Oh, Arcadia, Hallöchen und vielen Dank für 100 Bits. Na, alles klar? Na? Es sieht noch ein bisschen chaotisch aus, gell? Also ich finde das auch nicht gut, dass hier die Kraftwerke mittendrin stehen. Aber so ist das Leben. Ich bin halt gerade echt am Überlegen. Gut, die Läden laufen ja hier hinten, ne? Die Läden laufen ja hier hinten. So, der Laden hier. Soll das echt Sushi sein? Hier ist Steak. Hier ist der Apple-Shop. Ah, der Apple-Shop. Das könnte vielleicht ein... ein Souvenirladen werden. Aber der läuft gerade nicht, ne? Müssen wir da noch mal gucken. So, jetzt machen wir noch mal Looky Looky. Hier hinten die Ecke gefällt mir auch nicht. Die mache ich auf alle Fälle anders. Und hier stimmt auch noch was nicht, genau. Essen und Souvenir, weil wir bisher hier nur den Laden hier haben. Das heißt, wird gewurschtelt, Leute. So. Und dann am besten noch einen. Bitte, bitte sag mir, dass das dahin passt. Manchmal macht das von selbst, manchmal nicht. Ei, du Babsack. So, pass auf. Was nicht passt, wird passend gemacht. Will er nicht, gell? Was stört denn da? Ach, das Dings. Hier. So. So. Jetzt geht's los. Zuerst der Weg. Das ist nicht ein toller Weg. So. Und jetzt brauchen wir noch irgendwo diese Stromdinger, ne? Oh nee, das war falsch. Oder? Jetzt passt's. Hm.
Oh mein Gott, sie wendet Gewalt an. Wenn die Leute nicht shoppen gehen, kriegen sie einen Raptor-Shopping-Begleiter. Richtig, so sieht das aus. Das ist schön, Arcadia. Mega. Oh, Jens. Kann man bitte jemand mein Mod Dingsbumsen? So. Kleines Hotel. Das ist der Kaffeeladen. Der läuft ja ganz gut, ne? Ein gefährlicher Sturm! Ich tank mal kurz nach, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. So, muss ich noch da hinten nachtanken? Sieht nicht so aus. Ein gefährlicher Sturm. Achtung, Achtung. Oh, nee. Warum geht das nicht? Wieso laufen die so komisch? Und warum kann ich kein Auto fahren? Piu, piu. Wow! Ja, Mann! Too fast! Too furious! Komm, reparier dich! Warum geht das nicht? Okay, dann bin ich am falschen Gebäude, wa? Soundeffekt. Das ist nicht gut. Saurierbedrohung. Das geht wenigstens. Ich weiß nicht, warum die anderen gerade nicht wollten. Weil wir keinen Strom da hinten haben, ne? Da müsste ich jetzt eigentlich mit dem Auto hinfahren. Beziehungsweise, ja, die haben keinen Strom. Das war's, glaube ich, ne? Oh je, Mini. Ja, ja. Der Sturm. Der Sturm. Soll ja sehr gefährlich sein, ne? Okay, es hört auf, glaube ich. Oder auch nicht. Eddie Murphy, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ja, hier ist was los, ne? So. Der Zaun müsste nur kurz repariert werden und dann sind wir eigentlich alle schon wieder safe. Wenn du gerade nichts zu tun hast, dann bitteschön, dann mach das. Hier hinten ist alles in Ordnung. Das wird alles schon repariert, ja. Wenn der Zaun gleich repariert ist, dann können wir die Dinos zurücktun. Ach, ist das so schlimm? War das doch gar nicht. Oder? Habe ich irgendwo noch einen verpeilt? Hier ist einer verletzt. Ja, es sind einige verletzt durch den Sturm wieder, ne? Durch den Sturm.
Schutzbunker wieder schließen. Das ist repariert, perfekt. Und dann können wir nämlich die wieder... Nee, warte mal, das ist ja der Paul, ne? Wer bist denn du? Du gehörst doch hier rein, oder? Und wer bist du? Du gehörst doch auch hier rein. So, und jetzt muss ich nach den verletzten Dinos schauen, ja? Heiliger Rabimmel. Er hat einen kleinen Bruch. Das hatte ich auch noch nicht gehabt. Einen kleinen Bruch hat er, Jens. Naja, dann. Naja. Aber dieses Gefühl der Macht, wenn ich es könnte. Hahaha. Geil. Weißt du, Leute, ich kann doch gar nichts dafür, dass der Sturm jetzt gerade war. Ihr dürft doch dann nicht immer gleich die Inselbewertung so runterhauen. Was ist denn los mit euch, Leute? Bestätige Produktzustellung. Ach so. Hä? Ah ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Was ist denn jetzt hier los? Wie kein Ranger-Team... Hä? What? Ach so, weil ich die umgesetzt habe. Die Ranger-Station. Deswegen haben die keine Aufgabe. Ach so, jetzt habt ihr doch. Produkt unterwegs. Werd mich mal so langsam fertig machen zum Schwimmen. Wünsche allen einen wunderschönen Abend. Ja, dir auch. Bleib bei den Nichtschwimmern, Alexander, gell? Und bis morgen. Ja, ja, ein kleiner Bruch. Ich finde es so krass, ne, dass die Dinos sich an den Sturm halt verletzen. Ich finde das so krass gemacht. Das gab es halt auch nicht im ersten Teil, ne? Nee. Nö. Was hat er denn? Gehirnerschütterung? Eine Gehirnerschütterung. Ah nee, Quatsch. Das ist ja der da. Du musst aber behandelt werden, mein Freund. So. Geschenke lieben. Essen. So, das bedeutet, wir haben hier Kaffee, Abendkleidung und noch mal Abendkleidung. Nee, das kann nicht sein. Welcher von euch läuft denn besser? Du läufst gar nicht. Dann wirst du zum Essensladen. Wenn das auch so einfach wäre, ne? Ja, viel Spaß, Alexander. Bis dann. Oh, es hat gerade voll geknackst bei mir, ey. Huch, ich gucke ja jetzt erst auf die Uhr. So, Gehirnerschütterung. Dich haben wir. Transportiere. Was haben wir das? Kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, nein, ich meine dich da, Schnucki. Also bei den kleinen Tierchen ist das ja echt schwierig, ne?
Nein! Du! Also doch! So, jetzt habe ich ihn aber. Kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt gucken wir hier noch mal nach. Essen, trinken, bla bla ist gut. Hier gucken wir noch mal, dass wir hier auf einen noch grüneren Zweig kommen. Eyelashes, ja, das sieht sehr gut aus. Dann nehmen wir das so lang. Wasserspiel. So, dann haben wir hier den Laden. Bücher. Oh, Bücher ist auch interessant. Bücherladen haben wir ja noch gar nicht. Aber Plüschtiere, Perlen läuft auch gut. Perlen läuft sogar noch besser. Ich will einen Perlenladen haben, Leute. Und ein Aquarium läuft natürlich auch sehr gut, ne? In einem Perlenladen. Perlenladen, mein Freund. Skelettausstellung, bam. So, und dann haben wir hier noch den Sushi. Ist das richtig? Doch, es ist richtig, ne? Ja. Und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir auf den grünen Zweig kommen, ne? Aber der Laden läuft nicht. Der Laden läuft nicht und ich kann dir auch sagen, warum. Weil hier noch eine Gästeattraktion hin muss. So, pass auf. Jetzt ist hier was los. Oh, bitte sag mir, ich kann es da hinbauen. Das wäre so toll. Ja, Anja. Ja, geil, Square. Ja, Mann. Fahrzeug gefährdet, ja, ja. Was ist das? Abflachen? Glätten? Oh, das fand ich schon beim ersten Teil so furchtbar. Oh. Verzweiflung. So für einen kurzen Moment, ne? Denkst du dir dann immer, ja, ja. Kann ich vielleicht den Weg noch ein bisschen besser optimieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn, dann müsste ich das da ein bisschen mehr optimieren. Oder vielleicht klappt es auch gar nicht. Weil ich immer erstmal hier ebnen müsste. Ach, mit Höhenlinien. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Bringt mir das was? Bringen mir Höhenlinien was? Vielleicht? Höhenlinien. Nee, ne? Es ist einfach zu wenig Platz da. Ach du Heiliger, sind die auch so wild, ja? Die T-Rex in dem neuen Teil.
Oh nein. Na, da können wir uns ja auf was freuen. Die schöne epische Musik wieder hier, gell? Wie könnte ich denn das da rankriegen? Würde das schon reichen, wenn ich den Weg hier verändere? Würde das schon reichen? Nee, würde nicht. Kacke. Aber das ist wegen diesem Höhenunterschied, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal klappt. Ich habe damals, könnt ihr euch noch dran erinnern, im ersten Teil habe ich immer getrickst. Ich habe ein paar kleine Gebäude gebaut. Oder liegt da ein Dingsbums? Und dann... Und dann habe ich mit den kleinen Gebäuden, die dann wieder abgerissen, dadurch habe ich den Weg geebnet. Wollen wir das vielleicht auch so machen? Bin ich verzweifelt? Nein. Guck, seht ihr das? Seht ihr, was ich meine? Guck, und so kannst du das so ein bisschen ebnen, ne? Es ist zwar Geldvergeudung, aber egal. Ach ja, jetzt könnten wir es ja umsetzen, ne? Egal. Ja, Mann. Jetzt ist da wieder eine Erhöhung, ne? Ja, aber er setzt ja und erhöht. Warum macht er das? Er setzt und erhöht. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ich will ja nicht, dass er es erhöht. Ja, und so kompliziert war das schon im ersten Teil. So kompliziert war das schon im ersten Teil. Es ist in Not. So, der ist fertig. Der kommt wieder darüber. Und dann passt das.